So, herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus der Garage. Ich habe neulich die SMC auf Enduro-Räder umgebaut und ich habe da auch ein Video dazu gemacht. Aber mein Nachbar hat dann mittendrin gemeint, er muss jetzt in seiner Garage bohren, schrauben, hämmern, feilen, flexen, alles was man sich hier noch vorstellen kann. Und dementsprechend ist die Aufnahme nicht zu verwenden. Aber ich baue jetzt heute wieder zurück auf Sumo. Und ja, im Grunde ist es derselbe Vorgang, nur die Reifen sind anders. Also vom pädagogischen her macht es überhaupt keinen Unterschied. Und bei demselben Zug werde ich jetzt auch noch die Bremse vorne überholen. Kleines bisschen, ich habe schon angefangen, aber ein Kolben steckt fest. Den versuche ich dann nachher mal rauszudrücken. Und ich brauche eine neue Bremsscheibe hier, eine Motormaster Flame diesmal. Neue Bremsbeläge. Im Moment ist das Wetter echt schön, aber ich komme nicht wirklich viel zum Fahren. Aufgrund meiner väterlichen Verpflichtungen. Das wird wahrscheinlich das Aufwendigste da, die Bremse vorne wieder anständig zu überholen. Ich weiß es nicht. So, da ist das Vorderrad schon raus. Also wenn man nicht den Luxus hat, sich eine zweite Bremsscheibe für vorne und hinten leisten zu können, dann überträgt man die halt einfach vom einen Rad aufs andere. So, die ist jetzt wieder Fratze. Das heißt, jetzt habe ich schon die dritte Bremsscheibe, die ich dann dem Spicifer machen kann für seine Uhren. So, bezüglich Umbau von SMC auf Enduro beziehungsweise umgekehrt, da gibt es eigentlich nur drei Teile, die man extra braucht. Das ist einmal die Bremsscheibendistanz, die braucht man für die SMC, die liegt unter der Bremsscheibe. Und dann gibt es noch die Raddistanzhülsen, die da. Das sind die von der SMC und wenn man jetzt die SMC umbauen möchte auf Enduro, dann nimmt man die Distanzhülsen von der SMC, weil die Gabel ist breiter als von der Enduro. Und ja, wie es umgekehrt ist, ob man dann die Enduro-Hülsen für die SMC-Räder nimmt, wenn man eine Enduro umbaut, keine Ahnung, ich habe ja keine. Aber es bauen viel mehr Leute von Enduro auf SMC um. Also da gibt es bestimmt einige Informationen, die man sich da aus dem Netz ziehen kann. So, das passt. Also die schaut schon ganz schick aus, die muss ich sagen. Ich habe mich jetzt bewusst für die entschieden, weil im KTM-Forum viele von der Scheibe schwärmen. Also die jetzt mit Schraubensicherung und dann mit 14 Newtonmeter anziehen. So, was haben wir gesagt? Jetzt machen wir das Vorderrad zuerst, ne? Wo ist die Achse? Die Achse des Bösen! Die ist hier. Die habe ich neulich schon sauber gemacht. Normalerweise macht man dann das Gewinde hier sauber. Und fettet die Achse ein bisschen neu ein, aber das habe ich vor ein paar Tagen erst gemacht. Dann kommt zuerst mal die Raddistanzen rein. Die sind links und rechts gleich, da kann man nichts falsch machen. Allein halt immer ein bisschen fummelig, wenn das so frei hängt. So. Oh, jetzt ist ein bisschen von meinem Gummihandschuh drin. Ja, also zuerst die große Mutter von der Steckachse, dann den Bremssattel und dann die Klemmschrauben von der Achse. Das ist jetzt allerdings so, wenn die Klemmschrauben hier lose sind, dann dreht manchmal die Achse mit und man schafft es nicht, diese Mutter hier anzuziehen. Dann kommt hier wie gewohnt Schraubensicherung auf die Bremssattelschrauben und dann hänge ich das hier mal so auf die Scheibe drauf. Ziehe das aber noch nicht fest. Je nachdem, wie oft man hier diese Schraube auf und zu macht und mit der neuen Schraubensicherung verwendet, lohnt sich das irgendwann mal, das Gewinde von der Schraube sauber zu machen. Aber entweder mit einer Bürste oder einem Lappen oder irgend sowas. Und wenn es ganz schlimm ist, dann kann man auch das Gewinde nachschneiden, so kriegt man es auch schön sauber. So, noch nicht festziehen, so dass sich der Bremssattel noch ein bisschen bewegen kann. Brauchen wir dann nachher noch zum Ausrichten. So, und jetzt laut Anleitung ist es so, man soll bremsen, bis Druck aufgebaut ist, dann den Bremshebel fixieren, dann den Bremssattel und dann die Gabelklemme schrauben. Aber das zeige ich jetzt gleich alles. Jetzt mit 45 Newtonmeter. Jetzt brauche
eigentlich noch schnell das Hinterrad. Das ist eigentlich nicht so schwer. Also zuerst Mutter lösen. Das ist kein Hexenwerk. Dann dieses Teil für Ketteneinstellung ab und dann so weit rausdrücken, die Achse, dass sich das Rad dann nach vorne schieben lässt. Dann so weit vorne schieben, wie es geht. Kette abnehmen. So, hier auf die Schwinge legen. Und dann die Achse raus. Und dann müsste das Rad eigentlich schon easy rauskommen. Gut, okay. Ja, steht sicher auf dem Vorderrad, alles in Ordnung. So, Kettenradträger raus. So, ja, Gummis sind gleich dran geblieben, super. So, kleine feste Scheibe. Wobei es sinnvoller ist, wenn ich zuerst den Kettenradträger drauf baue. Weil dann kann ich die Felge nämlich auf die Seite legen, wo der Kettenradträger ist. Und dann verbiege ich die Bremsscheibe nicht. Einmal kurz schmieren. So, und Ruckdämpfer, ob die noch in Ordnung sind, kann man testen, indem man prüft, ob sich das Kettenrad so auf der Felge bewegen lässt. Aber tut's nicht. Die dicke Felge da hinten rein, das ist immer ein bisschen aufwendig. Normalerweise müsste ich jetzt auch die Felge mit einem Lappen vor Verkratzen schützen. Aber ich habe im Moment hier leider keine Lappen mehr. Also ich kann nur diese Baby Wipes nehmen. Also das ist immer scheiße. Da habe ich immer ein bisschen Probleme damit. Ich glaube, das nehme ich jetzt mal ab. Das wird mir sonst zu doof. So, Hinterrad ist jetzt endlich wieder drin. Mann, ey, ich habe nie auf die Uhr geschaut, aber ich habe bestimmt eine halbe Stunde gebraucht, bis das endlich drin war. Ich verstehe das nicht, weil ich habe das schon so oft gemacht, aber ich weiß nicht, in letzter Zeit ist wahrscheinlich schon zu lang her. Ich brauchte mal ein bisschen mehr Übung. Wahnsinn. Ohne Kettenschutz ist viel, viel leichter. Das weiß ich. Ich bin nämlich mal viele Monate ohne Kettenschutz gefahren, aber dann ist der Auspuff immer so saudreckig. Das gefällt mir nicht. Muss ich mehr putzen. Jetzt kannst du dann wieder vom Hauptständer runter. Und dann werden noch die Gabelklemmschrauben angezogen. Das ist das Einzige, was noch gemacht werden muss. So, das ist jetzt nach Anleitung. Man soll dann die Vorderradbremse ziehen. Ah, die ist noch ein bisschen weich. Also die muss ich noch ein bisschen entlüften. So, also ein paar Mal einfedern. Dann die Gabelklemmschrauben ziehen. Dann war es das jetzt mit Enduro, Supermoto bzw. andersrum Umbau und Bremse entlüften. Puh, anstrengend. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.